Guten Morgen, ich bin wieder da und der Dominik macht hier super hot Eier für die Kinder. Spiegelei, die wollten Spiegelei essen. Wir haben heute ein bisschen verschlafen, aber es macht nämlich nichts, denn der Kindergarten hat gerade angerufen. Die komplette Besetzung im Kindergarten ist krank und wenn möglich sollen die Kinder, wo die Eltern das einrichten können, zu Hause bleiben, weil pro Gruppe nur eine Betreuerin da ist oder eine Erzieherin. Und das ist natürlich ein bisschen zu wenig. Und da ist mein kleiner Carlos. Tada! Tada! Das sind harten Kekse, die der Papa gebacken hat mit euch. Keine Margarine ja. mehr. Ja! Einkaufen gehen wir. Mit Milch und Margarine. Da, guck mal. Aber so sieht doch auch gut aus hier. Ja, super. Den Kindern reicht das. Ja, ich bin wieder da. Es war so schön am Flughafen, wie die Kinder mich dort empfangen haben. Die Leute haben echt geguckt und haben es nur so gehört. Auch voll süß, guck mal. Ja, und jetzt bin ich wieder da. Und jetzt mache ich die Kamera aus und frühstücke hier in Ruhe mit den drei, die hier wach sind. Dominik, Carlos und Lamia. Die Joanna schläft nämlich noch. Wir haben uns jetzt fertig gemacht und werden einkaufen gehen, denn der Kühlschrank ist ein bisschen sehr traurig, also irgendwie gar nichts da. Das heißt, die Kinder und ich werden jetzt die Tüten packen und dann einkaufen gehen. Und ich weiß noch nicht, was ich heute kochen soll. Ich wollte jetzt noch mal kurz bei dem Herrn hier schauen im Internet und mal ein paar Rezepte raussuchen und in die App reinpacken, damit ich nicht alles aufschreiben muss. Das geht wesentlich schneller. Und das mache ich aber lieber am Laptop anstatt am Handy. Es geht ja beides. Und dann geht es gleich los einkaufen. Die Joey, die schläft noch. Und der Dominik, der ist jetzt zur Arbeit gefahren. Der wollte eigentlich mit einkaufen. Habe ich gedacht, ich so, nee, ich habe jetzt keine Lust, mich hier so zu stressen mit den Kids. Wir wollen uns in Ruhe fertig machen. Und dann kann er zur Arbeit fahren. Also dann muss er jetzt nicht unbedingt mitkommen. Carlos, bei dir im Zimmer? Ja, sieht die nicht süß aus? So süß im Zimmer. So, die Kinder und ich waren einkaufen. Wow, das war ganz schön anstrengend. Das war wie einkaufen mit welchen, die irgendwie auf Koks waren. Ey, die waren so überdreht, das war so anstrengend. Der Laden war so voll, Aldi. Also, oh, das war echt richtig anstrengend. Und jetzt sind wir halt zu Hause. Ich habe Essen gekocht. Ich habe ja über den Thermen jetzt für 3 oder 4 Tage komplett Essen. Lass die Eier da. Die sind doch noch nicht fertig. Der Carlos hat Eier für sich entdeckt. Er will immer, hat Eier essen hier. Nee, hier. Hier ist Essen. Ich habe Essen gekocht. Und zwar gibt es heute Hähnchen mit Brokkoli-Couscous. Und das riecht so lecker. Und morgen gibt's Erbsensuppe, dann gibt es Hühnerfrikassee und rheinischer Wurstsalat gibt es auch noch die Woche. Und dafür habe ich jetzt komplett alles eingekauft. Ich habe für 5 Gerichte und natürlich noch Aufschnitt und Obst und so weiter und habe jetzt 66 Euro bezahlt. Und ich habe jetzt keinen Stress mehr, weil ich genau weiß, was ich wann koche. Und das ist auf jeden Fall sehr nice. Ich habe das total vernachlässigt, dieses Plan von meinen Essensplänen. Aber das werde ich jetzt auf jeden Fall richtig wieder fokussiert dran gehen, mit dem Thermi zu arbeiten, weil mit der App, das ist einfach mega geil. Es ist so easy. Und es ist echt sehr, sehr, also es riecht super lecker. Gut, das sieht man jetzt natürlich nicht so. Jetzt rasten die da alle aus. Ich sag euch, hier ist was los. What a mess that I had made when I set it free. I really thought it was asleep, but it's back for me. I really try to shake it off, all the memories. Shit, I thought it was asleep, now it's back for me. So kill the switch and pull it. Guten Morgen,
es ist der nächste Tag. Ich habe gestern nicht mehr gevloggt, wie ihr gesehen habt. War ich ja mit den Kids spazieren und dann sind wir natürlich wieder bei Oma gelandet, wie immer. Die haben auch eine neue Couch und das ganze Wohnzimmer ist quasi neu. Da haben wir uns das nochmal angeguckt und dann sind wir da so ein bisschen versackt. Und ich muss sagen, mir ging gestern Abend auch irgendwie überhaupt nicht gut. Irgendwie habe ich total den Emotionsmoment gehabt. Ich habe nur geweint, so ein richtiges Tief. Ich weiß nicht warum, das habe ich in letzter Zeit total oft, dass ich so Stimmungsschwankungen habe. Aber so richtig krasse, dass ich echt die ganze Zeit nur heulen könnte. Das habe ich auch schon auf Insta letztens erzählt. Dass ich erstmal da saß und nur geheult habe. Ja, mir ging es gestern Abend so emotional nicht so schön irgendwie. Aber erst als die Kinder auch im Bett waren, also ich habe die komplett bettfertig gemacht, und als sie dann auch im Bett waren, habe ich irgendwie total den Gefühlsausbruch bekommen. Ich weiß nicht warum. Ich habe die Pille abgesetzt, jetzt aber schon länger, und seitdem ist das so. Und mir geht's gut. Und irgendwann kommt so ein Moment, wo, also, ich könnte ja nur heulen. Die ganze Zeit nur heulen. Und ich weiß nicht warum. Kein Plan warum. Und dementsprechend habe ich dann gestern auch nicht mehr gevloggt und war einfach total gefühlsmäßig totale Achterbahn. Und bin dann auch dann recht früh schlafen gegangen. Der Dominik war dann noch weg, der hat es doch in sein Büro. Und erst als der weg war, kam dieser Gefühlsausbruch so aus mir raus. Ja, und deswegen wollte ich jetzt den Vlog beenden. Ist natürlich jetzt nicht so viel passiert, weil ich wirklich sehr viel mit den Kindern halt gemacht habe und gekuschelt habe. Wir waren ja einkaufen, der ganze Kühlschrank war leer. So leer habe ich unseren Kühlschrank noch nie gesehen. Bis auf einmal, wo der geliefert worden ist, aber so an sich, der war echt extrem leer. Und haben sehr viel eingekauft, war auch nicht so spaßig. Die Kinder waren voll überdreht, die sind voll abgegangen. Der Carlos hat alles genommen. Erstmal ist er zur Bäckereistation da gelaufen, hat alle Knöpfe gedrückt, sodass alles gefühlt da rauskam, Brezeln, Croissants, alles Mögliche. Dann habe ich ihn hingesetzt in den Einkaufswagen, hat er angefangen, alles aus dem Einkaufswagen rauszuschmeißen. Es war, also so ein Einkauf hat sich, glaube ich, noch nie. Das war wirklich Horror. Ich muss mir aber auf die Schulter klopfen, ich bin sehr ruhig geblieben. Ich habe mir die ganze Zeit nur geschrien und geweint. Und ja, die Lamia ist dann ganz, ganz lieb neben mir hergewatschelt. Und der Carlos, der war einfach auch total müde. Wir sind dann auch nach Hause. Ich habe den sofort ins Bett gelegt. Der ist sofort eingeschlafen. Also, wie ich schon sage, wenn meine Kinder durchdrehen, ist es echt, weil die müde sind. Deswegen ist es mir immer wichtig, dass die wirklich ihren Schlaf bekommen. Damit die nicht so durchdrehen und mir den letzten Nerv rauben. Das ist auch ein bisschen egoistisch, aber die Kinder brauchen halt auch den Schlaf. Ja, wie gesagt, also gestern war irgendwie ein ganz komischer Tag. Ich weiß auch nicht. Sehr merkwürdig. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder.